es ist eben wichtig, auch für uns in der Klinik zu wissen, wer ist Ihr Sprachrohr? Und dafür ist sowas wichtig. Denn unabhängig von Ihrer Erkrankung, jeder kann plötzlich ein Ereignis haben, nachdem er oder sie nicht mehr ansprechbar ist. Und genau das ist die Situation, wo es uns am Herzen liegt, zu überlegen, ja, wer ist denn Ihr Sprachrohr? Und uns ist wichtig, dass wir nach Ihrem Willen auch agieren und handeln. Im Unterschied, haben Sie eine Vertrauensperson? Gibt es in Ihrem Umfeld, und das muss bei weitem nicht der Ehemann sein oder die Ehefrau, gibt es eine Vertrauensperson, die über Ihren Willen Bescheid weiß? Wenn Sie das mit Ja beantworten können, müssen wir in Richtung Vorsorgevollmacht denken. Wenn Sie keine Vertrauensperson haben und das eben in fremde, neutrale, ich sag mal so, neutrale Hände geben möchten, dann wird eben die Betreuungsverfügung ausgestellt. Direkte Bevollmächtigung von Vertrauenspersonen, während die Betreuungsverfügung der gesetzliche Betreuer für sie spricht. In der Vorsorgevollmacht haben wir kein Vormundschaftsgericht, sondern es besteht ein direktes Verhältnis zwischen Ihnen und dem Bevollmächtigten, während hier haben wir eine gewisse juristische Sicherheit. Kosten ist natürlich bei der Vorsorgevollmacht nicht so aufwendig, während die Betreuungsverfügung, allein das Verfahren und der, je nachdem der Betreueraufwand entsprechend Kosten verursachen kann. Die Patientenverfügung ist sicherlich, ich muss sagen, für uns im klinischen Alltag ist die Vorsorgevollmacht das absolut wichtigste Dokument, weil wir davon ausgehen, dass die Bevollmächtigten über ihre aktuelle Situation immer genauestens Bescheid wissen. Die Patientenverfügung ist ganz häufig sehr oberflächlich, nicht immer aktuell und auch nicht immer ganz passend zu ihrer aktuellen Situation. Und man kann einfach nicht jede kleinste Situation vorhersagen. Aber es gibt die Patientenverfügung und auch sicherlich ein wichtiges Dokument, an den wir Ärzte uns halten müssen. Dass wenn Sie eine Patientenverfügung ausgestellt haben, ist das für uns Ärzte ein verpflichtendes Dokument. In der Patientenverfügung legen Sie schriftlich fest, was Ihre Wünsche sind zur Behandlung oder eben auch Nichtbehandlung. Sie können sagen, was Sie möchten, aber was Sie auch nicht möchten. Sie können festlegen, in welchen schweren Erkrankungssituationen möchte ich welche Behandlung haben. Und auch hier gilt es, die Patientenverfügung gilt nur dann, wenn Sie Ihren Willen nicht mehr selbst äußern können.